Willkommen in Canole, die Stadt der Schnecken ist das lustige Schild, das die Besucher der Kleinstadt begrüßt. Sie liegt 10 Kilometer von Otranto entfernt und 100 Meter über dem Meerspiegel. Auf Griechisch war ihr Ursprungsname Kalami, das heißt Röhre, denn es gibt viele Röhre in ihrem Gebiet. Canole wurde wahrscheinlich im 12. Jahrhundert infolge der wütenden Kämpfe zwischen Byzantinern, Germanen, Normannen und der Barone Süditaliens gegründet. Unter diesen schrecklichen Lebensbedingungen, die die gesamte Sizilianische Halbinsel beeinträchtigen, flohen die Einwohner dieser Gebiete vor der Vernichtung Wilhelm I. aus Sizilien, der Malo genannt wurde. Canole ist heute dank des traditionellen Schneckenfest der Festa della Municella sehr bekannt. Es ist das wichtigste italienische Volksfest der essbaren Schnecken in der gastronomischen mediterranen Tradition, sodass die Bewohner von Canole sogar Cuzzari genannt werden, denn die Schnecken heißen in der hiesigen Mundart Cozze. Canole Ortsmitte mit ihrem Straßennetz stellt heute einen der suggestivsten Orte des Dorfes. Hier beweisen einige Güter die Vergangenheit der Ortschaft. In der Nähe des aktuellen Rathaus steht die alte Zisterne Cananea. Einst war die Zisterne Wasserquelle der heimischen Bevölkerung und wurde für das Sammeln von Regenwasser benutzt. Der alte Brunnen der Gemeinde trägt den Namen eines jüdischen Ortsnamen. Kananäer heißt Juden, die aus dem Land Kanaan stammen. Auf dem Platz San Vincenzo Ferrari gibt es einen großen Bogengang aus dem 18. Jahrhundert. Das alte Gebäude wurde in der Vergangenheit als Tagungsort für öffentliche Versammlungen benutzt, wo man Entscheidungen von allgemeinem Interesse traf. Es war sowohl Rathaus als auch Justizpalast. An die Wände wurden Dokumente und Informationen von öffentlichem Interesse gehängt. Wenige Meter von dem Platz entfernt gibt es das Rathaus. Es wurde in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts über die herrschaftliche Residenz der Adelsfamilie Fiore di Muro aus dem 18. Jahrhundert gebaut. An der linken Ecke des Gebäudes wird die Steinstatue des heiligen Vitus aufbewahrt, das einzige Zeugnis der alten Kapelle des heiligen Vitus, von der heute nichts mehr vorhanden ist. An einer anderen Ecke des Platzes gibt es die Reste des St. Biagio-Tors. Es wurde in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erstellt. Es stellte den Zugang zur alten mittelalterlichen Festung von Canole dar. Der alte Palazzo war früher ein Bau, der einst zu Verteidigungszwecken errichtet wurde und der die örtliche Bevölkerung vor feindlichen Angriffen schützen sollte. Diese Angreifer kamen vor allem vom Meer. Es wurde wahrscheinlich im 16. Jahrhundert und auf den Ruinen eines vorherigen militärischen Gebäudes aus dem 15. Jahrhundert erbaut. Die erste Einrichtung geht auf die mächtige und reiche Familie von Grundbesitzern des Salentos zurück, den Orsini del Balzo.
Es gab beträchtliche Veränderungen, die sein ursprüngliches Aussehen verwandelten. Gerade unter den Personen wurde die Festung immer mehr zu einem Adelssitz. Dennoch wurde die Festung dank der Granafei veredelt, die 1947 Canoles Lehen erwarben. Beim Betreten des wunderbaren Innenhofs sitzt sich der Besucher sofort im Bann der Pracht des Gebäudes. Hier steht die Brüstung eines noch sehr gut erhaltenen Brunnens, wo die Aufschrift 1752 steht, wahrscheinlich das Baujahr. Speziell fällt jedoch der Garten auf. Er ist weit angelegt und gut in Schuss. In der Mitte steht die Perle des gesamten Hofes, eine wunderschöne Fontäne im Stile des 18. Jahrhunderts, auf dem das Familienwappen der Granafei deutlich sichtbar ist. Das Museum der Kunst des Olivenpressens beweist Canoles bäuerliche Tradition. Es wurde von der Proloco am 5. Mai 2012 nach einer sorgfältigen Restaurierung eröffnet. Das Museum entsteht in einer alten Ölmühle und wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf Wunsch der Familie Piccino erbaut. Später wurde es der Familie des Kommerzienrats Ubaldo Villani überlassen. Wenn man das Museum besucht, kann man zwei verschiedene perfekt wiedergegebene Produktionssysteme bemerken. Einerseits das ältere mit manuellem Ziehen und mit Zugtierantrieb, andererseits das moderne mechanisch und elektronisch betriebene. In einem Teil des Museums findet man die alten Arbeitswerkzeuge. Sie wurden dem Museum von den Bürgern von Canoles überlassen und werden jetzt in einem Zimmer ausgesetzt. In einem anderen kleinen archäologischen Teil des Museums findet man die auf den Feldern rund um Canoles gefundenen Gegenstände, die hier öffentlich ausgestellt werden. Die Kapelle wurde im Jahr 1936 über eine vorherige kleine Felsenkirche gebaut. Im Inneren steht ein schlichter Altar unter einem modernen Bild der Madonna mit dem Kind. Das Faszinierende an der Kapelle ist eine Vitrine, in der eine Pappmaché-Statue der heiligen Jungfrau steht. An ihre Füße ist ein Türke angekettet. Die Bürger von Canoles werden auch Türken genannt, wegen eines für die Gläubigen sehr wichtigen Ereignisses. Es wurde erzählt, dass die Bürger bei der Belagerung von Otranto um die Hilfe der Madonna baten. Die Legende besagt, die Madonna habe am Ortseingang von Canoles auf die Sarazenen gewartet. Diese wurden bei ihrer Ankunft von der Anwesenheit der Madonna aufgehalten und verängstigt, und so flohen sie aufs Meer. Ihr Kapitän hat dann zum Christentum konvertiert, nachdem er die heilige Jungfrau erkannte. Seitdem ist die Madonna von Konstantinopel auch als die Madonna des Türken bekannt. Der Ortsteil Anfiano liegt Richtung der Hügel des Montevergine, ungefähr 6 Kilometer von Torcito entfernt. Heute findet man dort nur einige Ruinen. Er liegt weit entfernt vom Ortskern. Anfiano war ursprünglich ein mittelalterlicher Bauernhof.
Obwohl Amfiano in der Nähe der Via Calabra entstanden ist, unterscheidet es sich im Vergleich zu den anderen Ortsteilen wesentlich. Ihr sicherlich aus dem Griechischen abstammender Name bedeutet einsam. Danach wurde der Ortsteil unter der Herrschaft der Basiliusmönche auch dank der Fruchtbarkeit seiner Felder immer wichtiger. Die hauptsächlich von Eichenwälder bewachsene Erde wurde so zu Olivenhainen. Amfiano wurde dann wegen des Einfalls der Türken verlassen. Die Türken plünderten großen Teil der Umgebung und Amfiano wurde für lange Zeit ein unbewohnter Ort. Im Laufe der Zeit haben auch unbekannte Schatzjäger hier und da in der Hoffnung, die zu salentinischer Mundart sogenannte Acchiatura, das heißt Schatz, zu finden, den Ort verwüstet. Zwei bedeutende Menhire befinden sich in der Nähe des Ortsteils Amfiano. Von den beiden, die Amfiano das erste und Amfiano das zweite getauft wurden, ist nur ein Teil des zweiten erhalten. Der Salento ist mysteriöserweise reich an Dolmen und Menhiren und hat sehr viele tausendjährige Megalithformationen, die weltweites Interesse hervorrufen. Sie sind der Nachweis, dass Menschen schon zur Urzeit im Stadtgebiet Canule gelebt haben. Im Innere des wenige hundert Meter von Canule entfernten Ortsteil Cerceto erreichte man die Masseria Torcito. Sie liegt am Ende der Via Calabra, eine Verlängerung der Via Appia, die im Jahr 312 vor Christus von Appius Claudius Cecus gebaut wurde. Die alte Straße hatte ihren Anfang in Rom und durchquerte Capua und Benevento und erreichte am Ende Taranto und Brindisi. Zusammen mit der Via Calabra wurde sie als Zubringer nach Griechenland in der Zeit der Samnitenkriege erweitert. Die Masseria Torcito wurde im 17. Jahrhundert nach der fast vollständigen Vernichtung durch die Sarazenen wieder aufgebaut. Sie liegt im Ortsteil Cerceto. Die Provinzverwaltung von 1970 entschied, das gesamte Gebiet von Cerceto aufzuforsten, um die Wälder am Mittelmeer und alle die heimlichen Arten zu schützen. Das bestimmende Merkmal dieses Gebiets wurde so gerettet. Die Masseria Torcito ist offensichtlich sehr alt, obwohl sie gut erhalten ist. Das ursprüngliche Gebäude geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Erst im 21. Jahrhundert wurde sie einer ganzen Reihe von Renovierungen unterzogen, die bis März 2002 dauerten. Heute ist die Masseria ein touristischer Anziehungspunkt von Canule und eine wunderbare Location für Musik- und Kulturveranstaltungen.
Im Jahr 1274 gewährte Karl I. von Anjou das Lehenswesen von Cerceto und nebst Masseria Torcito der mächtigen Familie Castromediano. Danach wurde es verschiedenen Adelsfamilien des Gebiets wie der Familie Lubelli di Serrano gegeben. In der Masseria Torcito findet man eine kleine dem heiligen Vitus gewidmete Kapelle. Außerdem gehört eine byzantinische Krypta und auch Ruinen eines mittelalterlichen und vermutlich aus byzantinischer Zeit stammenden Friedhofs dazu. Wenige Meter entfernt gibt es einen sehr gut erhaltenen Taubenturm, wo mehr als 3000 Vögel Platz haben. Die alte unterirdische Ölpresse neben der Masseria Torcito zeigt, dass man in der Masseria seine Lebensmittel selbst herstellte. Da werden noch die Überreste des Mahlsteins und die Grundfeste zweier verschiedener Ölpressen, die eine alla Calabrese auf Art Kalabriens gepresst und die andere alla Genovese auf Genueser Art.